Sehr schön. Liebe Gemeinde, Predigten. Predigten sind ja so ein Ding. Predigten entstehen ja nicht, wie man allgemein annehmen könnte, im spirituellen Elfenbeinturm des Pfarrers. Also wenn der Pfarrer dann Donnerstagabends oder Mittwochabends in spirituellem Nachdenken und Meditation sitzt und da dann aus Griechisch, Hebräisch und Latein eine Predigt aufbaut. Das ist so das Bild, das Predigtlehrer an der Universität gerne verbreiten, aber es ist nicht so. Predigten für mich entstehen im Umfeld dessen, was mir geschieht. Predigten entstehen im Umfeld dessen, was um mich herum passiert und was die Welt mir gibt. Und dann manchmal passen die Texte, die mir durch eine Predigtreihe gegeben sind, ganz gut zu dem, was passiert. Mir passiert im Moment viel in meinem Leben. Und ich muss gestehen, dass ich in Versuchung war, in großer Versuchung. In Versuchung, nämlich irgendwann einmal tatsächlich politisch zu predigen. Politisch im Sinne von, ich stelle mich dem, was geschieht, und sag was dazu. Ich leere meinen Kopf. Also ich zieh mal vom Leder. Die Versuchung ist riesengroß im Moment gerade. Also ich brauche nur mich umzuschauen und zu schauen, was passiert. Und schon bin ich mitten in einer sehr zornigen Predigt über Macht und Machtmissbrauch, über die Veränderung unserer Welt, über das, was geschieht. Also ich brauche bloß gucken und mir Trump anschauen, da wird es mir schon Arsch vor die Augen. Und ich werde grün vor Zorn. Ich brauche nur zu hören, was im Moment gerade auch sonst auf unseren Straßen, Plätzen und Parlamenten auf einmal wieder an Sprache möglich ist. Ich bin gerade dabei, ein Grußwort zu schreiben für Lauras Club. Und ich erinnere mich daran, wie vor ein paar Jahren, als wir das 35. Jubiläum gefeiert haben, ich gedacht habe, ja, wir sind als Schwule und Lesben angekommen in der Gesellschaft. Das ist kein großes Thema mehr. Ja, es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten, so Kleinthemen, über die man reden könnte. Also Nachfolgeadoption oder wie das Adoption oder also solche Dinge, letztendliche Regelungen im Erbrecht, also Dinge, die man auch noch irgendwie regeln kann. Dachte ich. 5 Jahre später merke ich, dass ich das Wetter verändert hat in unserer Welt. Dass es wieder kälter geworden ist. Dass auf einmal blau das neue braun ist. Und dass Dinge gesagt werden im Parlament, von denen ich noch vor 5 Jahren gesagt habe, wenn das jemand sagt, dann fliegt der Achkant raus, dann muss er zurücktreten, dann das geht gar nicht. In der Zwischenzeit sind diese Sätze wieder hoffähig geworden. Wie gesagt, das ist eine Versuchung, darüber zu predigen. Und ich habe mir ganz bewusst diese Woche gesagt, nein, ich werde dieser Versuchung widerstehen, ich suche mal was ganz was anderes raus. Und ich habe eine meiner Lieblings-CDs rausgegrubelt. Barock-Duett. Kathleen Battle, Wynton Marsalis singen wunderbare Musik. Und wir haben gerade eines davon gehört, aus der Bachkantate Nummer 51. Jauchzet Gott in allen Landen. Ich habe gedacht, ja, das ist schön, das läuft im Fernsehen in meinem Auto rauf und runter und ich rede über Lobt Gott. Ich rede darüber, Gott zu loben und zu preisen. Ich rede gar nicht über die Trumplinge dieser Welt und über die Blauen in unseren Parlamenten oder sonst irgendwas, sondern ich rede über Gott loben. Also da bin ich auf der sicheren Seite. Und ich rede über was Schönes, ich rede über was Positives, ich rede über was Gutes und habe diese CD eingelegt. Und für diejenigen, die es am Dings angucken, am Video angucken, guckt es euch auf YouTube an, der erste Teil von Jauchzet Gott in allen Landen, Bachkantate Nummer 51. Jauchzet Gott in allen Landen, steht da, singt sie, dass der Himmel und die Welt an Geschöpfen in sich hält, müssen dessen Ruhm erhöhen. Dann dachte ich, ja, kann es denn sein? Ja, kann es denn sein? Müssen dessen Ruhm erhöhen. Jauchzet Gott in allen Landen.
was der Himmel und die Welt an Geschöpfen in sich hält, müssen dessen Ruhm erhöhen. Ja, da sind wir doch gerade wieder da, wo wir angefangen haben, bei dem Trumpling. Der will, dass man ihn bewundert. Der will, dass man ihn toll findet. Der will, dass er bessere Einschaltquoten hat als alle anderen. Da sind wir doch gerade wieder bei den Politikern unserer Welt, die alle auf die Schultern geklopft werden wollen, weil sie sogar so toll sind, auch wenn sie uns wie so ein Zug auf dem falschen Gleis an Wand fahren. Müssen wir denn tatsächlich Gottes Ruhm erhöhen? Und das auch noch mit so Musik, die so spritzig und schön ist und aufbauend und jubelnd. Ja, jauchzt Gott in allen Landen, alle müssen, ja, ob ihr wollt oder nicht. Ob es euch nach Jubeln ist oder nicht, ihr wisst. Ist es denn tatsächlich? Ist es denn das tatsächlich? Und dann habe ich mir überlegt, nee, also irgendwie, da knackt es so ein bisschen. Da knackt es im Getriebe. Und so sehr ich ja den Johann Sebastian Bach mag und seine Musik und seine Texte, ich guck mal weiter. Ich such mal weiter. Und habe den nächsten Text gefunden, den wir gehört haben. Micha 6, ein Prophet. Einer der kleinen Propheten, wie man das nennt. Einer der kleinen Propheten. Und der schreibt und fragt, was soll ich eigentlich tun? Womit sollen wir denn Gott gegenübertreten? Mit Brandopfern oder mit großen Opfern? Oder wie sollen wir denn 1000 Widder und all das? Wie wird der Herr wohl gefallen haben an vielen 1000 Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Und er fällt sich dann selber ins Wort, dieser Micha, dieser Prophet. Und er sagt das, was er von Gott hört. Und das wird jetzt spannend. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Liebe Gemeinde, da bin ich jetzt praktisch von dem Weggehen von Politik und dem, was in unserem Leben passiert, was von uns gefordert wird, von den Mächten dieser Welt, von denen, die meinen, Macht zu haben, dass ich da weggegangen bin davon ins Jauchzen Gottes hinein und praktisch im Kreisschluss wieder doch politisch geworden bin. Weil dieser Satz, den wir da gerade gehört haben, das ist ein hochpolitischer Satz. Ein Satz, von dem ich glaube, dass er uns sagt, was heute in dieser Welt tatsächlich gilt. Weil Gott ist anders als diejenigen, die hier auf dieser Welt Macht haben. Weil Gott will nicht irgendwelche Opfer, seien es Widder oder Öl oder womöglich Pauken, Trompeten und Soprangesang, sondern Mensch, es ist dir doch gesagt, was gut ist, sagt Gott. Haltet Gottes Wort. Und da können wir ganz, ganz vorne anfangen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das grätscht der Macht dieser Welt gerade nein. Haltet Gottes Wort. Liebt euren Nächsten. Stehlt nicht. Das grätscht gerade nein. In eine nicht regulierte Bankenwelt. Sind wir wieder vollständig politisch. Ihr sollt nicht töten. Ihr sollt nicht falsch Zeugnis reden. Ihr sollt nicht stehlen, den anderen nehmen, was ihr einfach begehrt, weil ihr die Stärkeren seid. Ich glaube, ihr könnt diese Liste in eurem eigenen Kopf beliebig weiterführen und ihr merkt, wie politisch das ist. Wie kraftvoll politisch das auch ist. Und das ist das, was Gott von uns will. Dass wir das tun, was recht ist. Dass wir Liebe üben
für Liebe üben. Dass wir immer wieder fragen, ist das, was wir tun, getragen von Liebe? Ich glaube, das ist, also es gibt doch vor den Wahlen immer so Wahlkampfbarometer oder Wahlkampfdinger, wo man eintragen kann, was einem selber wichtig ist im Internet, und dann kommt raus, wenn man wählen soll oder wenn man eigentlich wählt oder so. Ich glaube, das ist die endgültige Frage nach diesem politischen Barometer. Die Frage an diejenigen, die uns vorstehen wollen, die uns anleiten wollen, die da hocken in den Machtpositionen, immer wieder die Frage, ist das, was ihr da tut, getragen von Liebe? Oder ist es eigentlich getragen von Selbstliebe? Ist es eigentlich getragen davon, dass ihr euch selber was Gutes tun wollt? Oder ist es getragen von Liebe? Liebe für die Menschen, Liebe für die Natur, Liebe für die Schöpfung, Liebe für die Gesellschaft. Und ganz ehrlich, da fallen viele durch. Da fallen viele durch, glaube ich. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Wird schon wieder schwierig. Jetzt wäre es doch so schön besser, wenn da jetzt nicht demütig gestanden wäre. Demütig ist so ein Wort, das schwierig ist. Demütig, das klingt so am Anfang so ein bisschen gebückt, so ein bisschen sich klein machen, demütig sein. Ja, der Herr gibt mir Demut, aber ganz viel davor. Ja, so. Das Spannende ist, es steht nicht da. Ich hatte nämlich diesen Satz im Englischen im Kopf. Ja, bei dem Englischen, den Satz, den ich da kenne, und das ist auch ein Lied, aber ich singe es jetzt nicht, da steht nämlich ein bisschen was anderes. Und ich dachte, hä? Das ist spannend. To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. To walk humbly. Das ist spannend. Da steht nicht demütig sein, sondern demütig gehen mit Gott. Und dann habe ich mir das Hebräische erholt. Ja? Und tatsächlich, da steht im hebräischen Originaltext leleket. Zu gehen. Gott fordert, dass wir demütig mit Gott gehen. Und das ist jetzt was ganz was anderes. Das ist, weil eigentlich heißt es leleket sogar, die Wurzel ist unterwegs sein, auf einem Weg sein. Also nicht bloß zu laufen, sondern unterwegs sein mit Gott. Mit Gott unterwegs sein. Demütig. Das ist das, was Gott von uns will. Also wir sollen auf einem Weg sein. Und das ist natürlich für mich, wir sollen demonstrieren, wir sollen laufen, wir sollen hingehen irgendwo. Wir sollen etwas tun. Das ist ein hochpolitischer Satz. Wir sollen etwas tun. Wir sollen nicht einfach, wie sie gerne hätten, die Mächtigen der Welt, demütig in einer Ecke hocken und alles über uns ergangen lassen. Weil, ja, wir können ja hier irgendwelche Gesetze unterschreiben oder sowas. Nein, wir sollen mit Gott demütig unterwegs sein. Und demütig, das ist jetzt auch ein spannendes Wort. Demütig bedeutet, laut einer Definition, die ich aus Wikipedia habe, der Demütige erkennt und akzeptiert aus freien Stücken, dass es etwas für ihn Unerreichbares, Höheres gibt. Dass da etwas ist, was größer ist. Demut bedeutet die Anerkennung der Allmacht Gottes. Das heißt also gar nicht, sich klein machen. Demut heißt gar nicht, klein denken und ich kleiner Axel und ich bin ja auch bloß so wichtig und ich bin ja auch bloß so schlecht und so alt und so nicht gut genug. Steht gar nicht da, dass wir uns klein machen sollen, sondern es steht da, dass wir mit dem, der größer ist, mit dieser Kraft Gottes, mit dieser Gegenwart Gottes unterwegs sein sollen. Und das ist jetzt etwas, was so ist. Nicht so. Das ist etwas, was aufrecht stehen heißt, aufrecht gehen heißt. Das heißt etwas, was Mut haben heißt für mich.
Und den ganzen, die uns sagen, seid klein, seid ruhig, wir wissen es schon besser, wir können es nicht ändern, das sind die Sachzwänge, das ist das, was man halt macht. Und außerdem habe ich die Macht und bin ja gewählt und ich bin ja jetzt der große Zampano. Ja? Dass wir denen ins Gesicht schauen können und sagen, nein, Gott will, dass wir mit Gott unterwegs sind und Gott ist größer, auch größer als du. Demut heißt nämlich, der Macht in die Augen zu gucken und zu sagen, nein, da ist eine größere Macht da, die von Liebe redet und die von Nächstenliebe redet und die den Menschen zugewandt ist. Und denen die Menschen nicht am Arsch vorbeigehen, sondern die Menschen in den Arm nehmen will, nämlich Gott. Mit Gott unterwegs sein. In Demut zu wissen, da ist einer, der ist stärker als ich, aber auch stärker als alle anderen. Und wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann habe ich Teil an dieser Stärke Gottes. Dann darf ich Teil sein dessen, was Gottes Stärke ist. Dann darf ich mich hineinnehmen lassen. Und daraus kann ich dann wieder jauchzen. Ja? Wenn wir so unterwegs sind, dann müssen wir, und zwar nicht, weil wir gezwungen sind, sondern weil es aus uns herausbricht. Weil dann dieser Jubel einfach da ist. Weil wir dann jubeln dürfen. Weil wir dann jubeln wollen. Weil wir dann einfach all denen, die uns im Weg stehen, ins Gesicht jubeln und sagen, guck, mit wem wir unterwegs sind. Es kann sich was ändern, es soll sich was ändern. Und wir gehen auf diese Gegenwart Gottes zu, von der es dann wieder ganz am Schluss in der Bibel heißt, Gott wird da sein wie eine Sonne. Einfach da, mitten unter den Seinen, abwischen alle Tränen und da sein. Das heißt es, mit Gott unterwegs sein. Jauchzet Gott in allen Landen, jauchzt allen denen in das Gesicht. Die wollen, dass wir klein sind. Die wollen, dass wir sitzen. Die wollen, dass wir uns nicht bewegen. Die wollen, dass wir einfach Ja, Ja und Amen sagen. Sondern jauchzt ihnen ins Gesicht und seid mit Gott unterwegs. Um mit Gott zu gehen. Im Jubel. Amen.